Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandra. Hier dreht sich alles ums digitale Zeichnen, überwiegend für Procreate. Wenn Sie aber sonstige Fragen habt, so zum Beispiel Adobe oder so, können Sie mir diese gerne stellen. Heute dreht sich alles ums Fehler machen hier bei Procreate, weil es ist wahrscheinlich bei euch auch schon passiert, wo ich mir dann gedacht habe, ich so, am Anfang bin ich schon fast verzweifelt und wusste nicht, was ich machen soll, obwohl ich ja jetzt schon einigermaßen gut gestartet bin. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, dieses Video habe ich mal bei jemandem gesehen. Das ist mir jetzt zum Beispiel am Anfang nicht passiert, aber ich wusste auch wegen den Größen Bescheid. Und zwar kommen wir gleich dahin, wenn eure Pinselstriche so ausschauen. Das heißt, wenn ich das jetzt wieder mal lösche, rückgängig mache und einfach mal die schwarz wähle und ich einen ganz normalen Pinsel ausgewählt habe und der so ausschaut. Oder ich gehe einfach in meine Pinsel und weiß, ha genau, okay, der hat eine bestimmte Eigenschaft, gehe rein und sehe, dass der genauso pixelig ist und so groß. Naja, dann kann ich den ja auch ein bisschen kleiner machen, mache es nochmal rückgängig. Aber trotzdem bleibt es pixelige. Was der Fehler sein kann, ist, dass deine Leinwand zu klein ist. Gehen wir erstmal hier rein. Wo sind die Leinwände zu sehen? Das heißt, du hast von Anfang an eigentlich schon mit der kleinen Leinwand begonnen. Das macht man mit Aktionen, Leinwand, Beschneiden und Größe ändern. Und dann bei den Einstellungen siehst du, ich habe jetzt diesmal eine Leinwandgröße von 50x50 gewählt. Und wenn du jetzt hier draufklickst, kommst du hier bei den Auswahl rein. Und hier kannst du sagen, okay, wenn ich jetzt nicht weiß, was Pixel ist oder wie groß ein Pixel ist, wenn man so ganz früh startet, kann man das auch noch nicht so einschätzen. Da kann man das vielleicht noch bei den anderen nachmachen, dass sie sagen, okay, die machen immer die gleiche Größe oder die verwendet immer dies und die andere immer das. Aber jeder macht es immer unterschiedlich. Entschuldigung. Weil ja jeder immer ein anderes Projekt für sich hat. Wenn du jetzt denkst, ungefähr, ja, ich mache ein T-Shirt, dann brauchst du ja ungefähr ein DIN A4 Blatt. Musst du mal so bei dir hinlegen auf ein T-Shirt. Oder eben, wenn du sagst, du machst ein Stoffdesign, dann brauchst du auch eine bestimmte Größe, damit sich das eben immer wiederholt und so weiter und so fort. Und hier kannst du sagen, okay, fürs bessere Verständnis für dich, ich tue das mal in Zentimeter umwandeln oder in Millimeter. Und in Zentimeter sieht man schon, es hat 0,4 Zentimeter diese Größe. Also nicht mal ein Zentimeter. Dieses Bild ist eigentlich nur so klein. Deswegen sind deine Pinsel auch so nicht gerade, sondern so krickelig an der Seite. Und sobald du eben die Größe hier änderst, wenn ich jetzt immer sage, ich nehme zum Beispiel immer 3000 mal 3000. Und jetzt, wenn wir es ja wieder nicht wissen, dann können wir es trotzdem hier in Zentimeter. Das heißt, ich mache knapp ein großes Lineal an Größe für meine Zeichnungen, um halt eben auch noch genügend Ebenen zu haben. Ja, und dann gehe ich auf Fertigstellen. Oh, da hat er mir was nicht übernommen. Muss ich nochmal zurück. Weil das ist ja nur einmal 25 cm mal 0,4, was ja ein Quatsch ist. Also gebe ich hier auch noch mit die Zentimeter ein. Tippe sicherheitshalber auf Weiter, dann sieht man es auch fertig und dann nochmal auf Fertigstellen. Und schon habe ich meine Leinwand. Und wenn ich jetzt mit dem Pinsel drüber gehe, sehe ich erstens, der ist dünner. Ich habe ihn genauso eingestellt und er ist auch glatt. Das ist schon mal der erste Fehler, den du machen kannst bei Procreate als Anfänger oder auch als Fortgeschrittene. Ich weiß es nicht, wenn man das so. Naja, also jedenfalls habe ich dir diesen Fehler mal gezeigt oder euch gezeigt. Egal, Hauptsache ihr wisst die Lösung jetzt, was man machen kann. Ich denke mir immer, aus Fehlern lernt man. Kommt man also zu den nächsten Fehler, vor allem den habe ich auch gemacht. Das fand ich total verwirrend, weil man sieht ja immer, ich nehme jetzt einfach bloß irgendein Bild, damit ihr es seht. Mein Ziel ist es, hier diese Augenbrauen zu befüllen. Und jeder weiß, oder am Anfang ist ja das immer so, dass das Erste, was man so lernt, also meins war das, wo ich dann sage, boah, das ist ja cool, ich kann hier die Farben rein switchen. Das heißt, ich ziehe jetzt hier erstmal mir die Augenbraue ein bisschen hoch, damit ich das ja nicht so,
Damit ich das nicht verfehle, dann wähle ich die richtige Ebene aus. Ich gucke jetzt nochmal, habe ich die richtige Ebene? Genau. Und dann macht man ja normalerweise, switcht man hier rüber und es wird voll. Und ich so, es hat doch jetzt die ganze Zeit funktioniert. Warum funktioniert es denn jetzt auf einmal nicht mehr? Bin also nochmal zurück, habe Videos angeschaut und dann kennt sie ja auch dieses, dass man sagt, okay, man hält den Pinsel fest und kann hier den Schwellenwert ändern und kann es so runterziehen und dann füllt sich es. Aber es füllt sich trotzdem nicht. Dann denke ich mir so, okay, habe ich zu wenig, zu viel? Es ändert sich trotzdem nicht. Hä? Was mache ich nur falsch? Warum füllt sich jetzt meine Augenbraue nicht? Bin also wieder zurück und dann habe ich festgestellt, wenn man die Referenz anlasst. Hier habe ich die Referenz angelassen bei meiner Zeichnung. Das heißt hier dieser Haken. Dann füllt es eigentlich immer ganz falsche Sachen. Deswegen, sobald du das hast, die Referenz angeschalten, schalt sie danach, wenn du fertig bist, immer aus, weil sonst hast du danach beim Zeichnen wirkliche Probleme und das macht dir Sachen, wo du dann denkst, so, hä, verstehe ich nicht. Warum macht er das? Weil eben die Referenz das immer so ein bisschen zieht. Jetzt gehe ich nochmal runter, ziehe das rein und siehe da, meine Augenbraue existiert wieder so wie gehabt. Ich muss auch nicht switchen oder so, sondern er hat es ganz normal reingezogen. Ja, genau. Das ist schon mal das Nächste. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne unterstützen. Ich bin bei Steady. Den Link findet ihr auch unten beim Kommentar. Da könnt ihr entweder mich so für einen Kaffee unterstützen oder ihr bekommt ein Geschenk von mir. Das sind verschiedene Pakete. Ich würde mich freuen. Und sobald es ein bisschen mehr da wieder sind, lege ich wieder los. Und dann können wir ja auch ein bisschen diskutieren, was ihr sehen wollt, wo ihr noch ein bisschen tiefer reinschauen wollt und so. Deswegen wäre ich ganz glücklich, wenn sie mich hier unterstützt, damit ich das hier auch weitermachen kann. Aber jetzt kommen wir noch zum letzten Fehler oder was heißt Fehler, was man so machen kann. Muss ich mir nur eine Zeichnung raussuchen, die dafür passen könnte. Zum Beispiel hier. Diese, da muss ich nur ein bisschen was abändern. Schalte das jetzt mal aus. So. Jetzt möchte ich diese Datei, also diese Grafik als PNG-Datei machen. Das heißt, normalerweise bei manchen Programmen ist das so, da gehst du auf die Aktionen, dann gehst du auf Teilen und dann machst du einfach diese PNG-Datei und tust sie exportieren. Dann kannst du sagen, okay, ich tue sie als Bild sichern, dann habe ich sie schon mal hier als Bild gesichert. Für dich bedeutet ja PNG transparente Datei und deswegen super, ich kann jetzt das einfügen. Wenn ich jetzt aber mir meine Datei jetzt wiederhole, also mein Bild, habe ich jetzt eine extra Fläche nochmal, tue bei hinzufügen, Foto einfügen und dann wähle ich mir meins aus und dann sieht man schon oder hat man schon gesehen, dass ich eben eine weiße Fläche habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier sieht man das wahrscheinlich besser, wenn man da ein bisschen hinzoomt, dann ziehe ich, hier ist eine weiße Fläche. Ich kann den Hintergrund ausschalten und es ist trotzdem immer noch eine weiße Fläche da. Das heißt, wenn ich jetzt was noch hinschreiben möchte oder so, müsste ich erst das Ganze wegradieren wieder, um eben den transparenten Hintergrund zu machen. Was war jetzt mein Fehler? Was habe ich gemacht? Warum hat er mir jetzt keinen transparenten Hintergrund gemacht, obwohl ich ja gesagt habe, es soll eine PNG-Datei werden? War ja der Unterschied zwischen einer PNG und einer JPG-Datei ist, PNG ist der transparente Hintergrund und JPG eben nicht. So, gehen wir also wieder zurück. Ich lösche das jetzt mal hier. Braucht man ja nicht. Gehe ich nochmal zu meiner Datei. Und zwar ist es so, dass in Procreate immer der Hintergrund angeschalten ist. Das heißt, wenn du ganz runter gehst bei deinen Ebenen, dann hast du hier die Hintergrundfarbe eingestellt und diese Hintergrundfarbe musst du vorher ausschalten. Und dann siehst du schon, dass die Grafik jetzt transparent ist, weil der Hintergrund von dem Äußeren ohne zu zeichnen. Schau dich jetzt nochmal an. Hier ist ja mein Hintergrund, der wird ja immer nie mitgezogen und der ist ja so kariert. Und wenn ich jetzt den Hintergrund ausschalte,
dann weiß ich, ah, das ist so übergangmäßig auch kariert, also ist das Ganze, der Hintergrund transparent, mache dann das gleiche wieder, gehe in die Aktionen, auf Teilen, dann PNG, geht auf Exportieren, dann tue ich es als Bild sichern und dann kann ich es jetzt in den gleichen nochmal einfügen oder je nachdem, was du eben vorhast, mit dem zu machen. Das ist natürlich auch, wenn du es zum Computer oder irgendwie schickst, dann gehe ich wieder auf Aktionen, hinzufügen, Foto einfügen, dann habe ich das andere nochmal, macht er importieren und man sieht jetzt schon hier, er hat nicht mehr diese 3000x3000, wie ich immer eingestellt habe, sondern hat nur dieses Bild. Jetzt setze ich das in die Mitte ungefähr und schalte hier den Hintergrund aus und siehe da, da ist dann auch kein Hintergrund. Das hat, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt dahinter noch was anderes haben, kann ich sagen, ja, so schaut es aus und dann kann ich für meine Zwecke, machen wir mal so, ich brauche einen schwarzen Hintergrund. Wie schaut es aus für ein weißes, für ein schwarzes T-Shirt? Dann sieht man, okay, diese Grafik ist für schwarze T-Shirts nicht geeignet, weil man die Schrift nicht sieht. Das gleiche mache ich jetzt nochmal mit einem weißen Hintergrund. Da ist sie jetzt besser geeignet, weil man die Schrift wieder sieht und die ganzen Grafik auch schön sieht. Aber die ganzen Designer oder wie auch immer, die Seiten wie Spreadshirt und so weiter, wie sie auch immer alle heißen mögen, habe ich jetzt noch eine neue Seite, eine neue Ebene aufgemacht, haben ja nicht nur weiß und schwarz, sondern die haben ja auch gelbe T-Shirts, pinke T-Shirts und so weiter. Und so könntest du dir eine Ebene aufmachen oder eine Leinwand aufmachen mit den verschiedenen T-Shirts-Farben, die dein Print-on-Demand-Laden hat und dann testen, ob eben so dein Design auch auf Farben wirkt, wie jetzt zum Beispiel schwarz, hier bei mir eben nicht, dass ich sage, okay, hier müsste ich jetzt die Datei noch irgendwie abändern, damit man die Schrift noch sieht. Genau, das war es jetzt schon wieder. Wenn Sie ja noch irgendwelche anderen Fragen habt oder irgendwelche Wünsche habt, dann schreibt es mir auch gerne in den Kommentar. Ich würde mich auch freuen, euch bei Steady zu sehen oder wenn Sie mich da unterstützt. Bis bald. Tschüss.